Nee. Wieso? Ich habe keine Mütze auf. Ja, und? Kennt dich doch schon hier dein Instagram ohne Mütze. Ja, aber mit gemachten Haaren, nicht hier mit meinem. Mit der Pajas-Frisur. Du meinst du die Nick-Frisur? Ja. Guten Tag. Timo, wie war dein Wochenende? Ja, ich habe ja Urlaub. Wir haben lange nicht mehr erzählt gehabt von deinen Wochenenden oder so. Nee, ich erzähle auch nichts mehr. Warum nicht? Einfach so. Nur noch langweilig, ne? Nur noch langweilig. Ist glaube ich mit dem Alter 30 Jahre. Ja, dran, ne? Immer dasselbe. Genau. Ja, ich kenne das, ist bei mir auch so. Aber der ist jetzt der 31, ne? Wer? Der. Timo ist 31 geworden. Ja. Richtiger 31er. Ja, er ist richtiger 31er. Ja, wir sind hier fleißig. Wir sind fleißig. Yeah. Hallo, guten Tag. Stimmt, wir haben gar keine Ansage. Der Chef noch selber mit anpacken, ne? War so ein Kommentar, ne? Ja, aber guck mal, mach ich doch. Timo, machst du da? Ich mach dann hier. Ja, Jungs, ey, schnell, wir müssen hier aufmachen. Arbeitstag. Herzlich willkommen an einem neuen Arbeitstag bei der Firma Jeff Fahrzeugpolierung. Danke, dass ihr dazwischen redet. Was denn? Redest du? Ja. Kann ich mitgekriegt. Wir folieren ein C-Klasse Coupé, älteres Modell. CW204. Gehen wir später darauf ein, weil der ist fast fertig. Wir haben hier aber noch eine C-Klasse stehen, aktuelles Modell. Als T-Modell, Kombi und hatte sehr, sehr viel Chrom. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, ne? Jungs? Chromleisten? Ja, Steinschlagschutz habe ich schon wieder verlernt, ey. 2 Wochen nicht gemacht, wieder verlernt. Nein, aber. Sorglos-Paket bekommen. Genau. Das heißt wirklich alles, was Chrom ist. Also an diesem Auto ist, glaube ich, nicht mehr Chrom, was Chrom sein soll. Können wir ganz kurz drüber reden. Wir fangen hier oben an den Dachreling. Komplett in Schwarz-Hochglanz. Die Fensterleisten. Ja, gehen ja einmal so komplett rum um die Fenster. Die Türgriffe oberhalb, sprich diese Segmente jeweils. Die Seitenschwellerlippen, weil links und rechts. Sind jetzt erstmal die Chromsachen. Das Emblem auf dem Heck, die Leiste auf dem Heck, die Auspuffblenden. Die sind foliert. Die sind foliert. Hm. In Schwarz-Hochglanz. Und dann haben wir vorne im Grill noch ein paar Leisten. Ne? So, wir haben jetzt hier noch die alten Chromleisten, also die vorher Chrom waren. Und das Emblem. Ja, das Einzige, was meiner Meinung nach als Kontrast jetzt noch geändert werden müsste, ist das hier. Das ist am besten in schwarz-matt. Das, was silbermatt ist, in schwarz-matt, passt meiner Meinung nach besser. So, und die Frontlippe, bestehend aus 3 Teilen, ist in Carbon glänzend bekommen. Außer diese Folierungen hat er noch bekommen die Edition One-Streifen. Einmal hier über die Motorhaube, über das restliche Stück vom Dach und die Heckklappe. Sieht man, ja, von hier siehst du es. Und auf der Seite hat er auch nochmal das originale Edition One Seitenstreifen draufgekommen. Habe ich nicht gesehen. So, die Sachen sind allerdings nicht schwarz-matt draufgekommen, weil es im Kontrast zu dem glänzenden Lack nochmal schön kommt, weil es praktisch drauf liegt und weil die Original auch in matt sind. Entweder graumatt oder schwarz-matt. Ja, da, guck mal, das können wir auch erzählen. Die nächste Vollfolierung steht ja schon an. So, wir haben jetzt einen Audi A3 da stehen, weil viele ja auch immer fragen bezüglich der Untergründe. Also generell müssen es natürlich glatte Untergründe sein. Wir haben jetzt hier ein Fahrzeug, was sich das neueste Fahrzeug ist, auch schon ein bisschen gelitten hat. Ganz harmlos ausgedrückt. Ja, wenn man drauf guckt, guck mal, hat schon gelitten, ne? Ist ja nicht unnötig angeschliffen worden, sondern hast du halt so gewisse Stellen, die gespachtelt und dann nochmal grundiert wurden. So, das ist aber extra so gemacht. Das wurde halt extra für die Folierung so gemacht, dass halt gewisse Stellen vom Fahrzeug, also eigentlich alle Stellen vom Fahrzeug, die Lackmängel oder Karosseriemängel hatten, behoben wurden. So eine Lackierung ist in diesem Falle nicht nötig, weil wir die Folie praktisch über diese Stelle oder über diese Stellen kleben können. Wichtig ist natürlich, dass es glatt ist. Wir haben jetzt hier als Beispiel eine schöne grundierte Stelle, die ist aber glatt. Wurde vorher halt, ich weiß gar nicht, ob hier drunter Spachtel ist, auf jeden Fall grundiert. Ich habe gesehen, hier wurde gespachtelt, ich habe gesehen, dass hier drunter gespachtelt wurde. Ich denke, auf der anderen Seite haben wir auch nochmal 2-3 Stellen. Aber so als Untergrund für eine Folierung passt das. Ausreichend. Genau, muss natürlich vernünftig gemacht werden. Das heißt, man darf jetzt hier zum Beispiel keine Welle haben. So spüre ich keine Welle, ne? Weil, das würdest du natürlich unter die Folierung, oder wenn das Auto dann foliert wäre, würdest du es wieder sehen. Ja, ob es wellig ist oder nicht. I love it though. We'll be right back.
up and I'm proud to do what I love, yeah. 4 p.m. getting up, cigarette, light 'em up, inhale, coffee cup, exhale, wake me up. Hast du schon mal Satin-Unterwäsche gehabt? Ja, Mann. Die Boxershorts früher? Von Medevil-Maus und so? Nee, von. Ich hatte einen von Mickey Mouse. Früher habe ich ja Fußball gespielt, ne? Ja. Wenn du so ein Ding beim Fußballspielen anhast, ne? Da ging gar nicht. Ja, wirklich. Warum? Weil das A rutscht das Teil immer hoch. Genau. Das hast du generell so. Egal, ob beim Sitzen oder bei. Einfach immer. Es rutscht hoch. Nee, beim Fußballspielen war das Katastrophe. Ist geil, wenn du noch so eine Satin-Wettwäsche hast. Kann ich auch dann nicht. Hüpfst du da mit deinem Arsch so drauf und dann slidest du komplett rüber, fällst auf der anderen Seite wieder runter. Mal ausprobieren. Ah, da muss ich mir wieder solche Unterwäsche holen. Und eine Bettwäsche wahrscheinlich auch noch. Ne? Und Bettwäsche auch, weil Satin-Bettwäsche hab ich nicht. Aua. Das Einzige, was ich habe, sind ein paar Satin-Folien. Satin-Folien? Satin-Folien. Ja. Kannst du ja auch so eine Boxershorts kaufen und damit hier drauf rumrutschen. Auf geht auch, ne, weil es ja auch Satin-Black. Oh, Satin. 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 Timo, oder Timo sagt Satin. 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 Danny, was sagst du? Satin. 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 Seidenmatt. Richtig deutsch. Das sagt der ja. Seidenmatt. Wie sagt der Russe? Seidenmatt. Seidenmatt, lehrt. Russisch gibt's da bestimmt gar nicht. Okay, Daniel, jetzt eine Frage an dich. Erklär mir den Unterschied zwischen Seidenmatt und Seidenglänzend. Ich kenne nicht mal den Unterschied. Okay. Ein anderer hier, der das sagen möchte? Irgendein anderer? Komm, Patrick, komm. Du, hau einen raus. Das ist genauso wie Glas als halb voll oder halb leer. Das ist dasselbe. Ansichtssache, sagst du? Ansichtssache. Die eine sagt Seidenglänzend, die andere sagt Seidenmatt. Ich kann es auch nicht erklären. Nein, ich würde es... Also für mich ist es so. Das hier zum Beispiel ist für mich ein Seidenmatt, weil es einen überwiegenden Anteil an Mattfläche hat. So ein Seidenglänzend ist für mich zum Beispiel, wenn es noch etwas glänzender ist und nur einen leichten... Mattgrad hat. Ja, auf jeden Fall. Junge. Das ist so ein Quatsch. Im Auge kannst du halt nicht sehen. Soll ich das mal erklären? Seidenmatt und Seidenglänzend ist dasselbe, so wie Patrick nee. Schon gesagt hat. Ja, klar. Nee, das es ist gibt einfach. Nur verschiedene Stufungen nee, davon. Es gibt matt und ja. Es gibt glänzend. Ach. Und es gibt seidig glänzend. Das ist ja eine. Das, ist ja eine, das war's ist ja jetzt? Mit, das ist ja eine eigene Einstufung. Okay, aber warte mal, das ist ja dann auch keine plausible Erklärung, weil wir dann das. Die Mitte, sagen wir mal, 0 ist matt, 100 ist glänzend, Beispiel jetzt. So, und Mitte ist 50, das ist, was ist das? Seidig. Glänzend oder matt? Seidig. Siehst du? Nur so. Also, ja. Audi A3 8P wird foliert in... Seidenglanz? Seidenglanz oder Seidenmatt? Schwarz. Schwarz-Seidenmatt. Nein. Satin-Schwarz, fertig. Punkt aus. Wir können ja ganz kurz einmal, was haben wir noch in der Halle stehen? Genau, wir haben ja einmal den Capron, den haben wir ja schon gesehen. Das Auto steht aktuell noch hier, wird gleich abgeholt. Wir haben eine C-Klasse Limousine hier stehen, aktuelles Modell. Bekommt gerade die letzte Spiegelkappe foliert von Patrick. Genau, Patrick mit Mund offen, schon fast am Sabbern. Hat er gehört. Fensterleisten, Dach haben wir auch schwarzglänzend gemacht. Und der hat eine Scheibentönung bekommen. Scheibentönung ab B-Säule. B-Säule ist das hier. Das heißt ab hier nach hinten. Weil vorne ist nicht erlaubt. Oh, wie wichtig er ist mit dem Handy, mit dem Telefon an der Buchse. Ich muss jetzt, hätte ich hier eine Tasche, damit das hier hängt. Mit dem Kuli drin. Mach dir noch so ein Namensschildchen. Nee, wollte ich da ein Namensschild. Ein Kuli reicht aber nicht. Du bist erst ab drei Kulis bist du wichtig. Ja. Oder kannst du hier so Dinger dran nähen, so eine Lasche, dann kann man die Kulis da mal anstellen. Nee, stehe ich nicht so. Ist aber dann auch wichtiger. Telefon und drei Kugelschreiber. Ich rüste um, ey. Wenn das Jean-Pierre sieht, der geht nach Hause. Der geht nach Hause. Kannst du jetzt schmeißen in den Laden hier. Was sagt der dann? Weil ich will umrüsten. Ich will nicht auf drei Kulis gehen, sondern auf ein Telefon und auf ein iPad. Aber auf ein was? Auf ein iPad. Oh. Brauchst du so eine Bauchtasche? Eine neue Pulli von Felgentilt, der hat so eine Bauchtasche. Hat der? Ja. Sieht aus wie so ein Känguru-Beutel. Denk ich mal, drüber nach. Wir sind schon wieder willkommen, wir labern schon wieder nur Scheiße. Ja, labern Kacke. Begriffe mit B. Bedrucken. Nein. Ciao. Weil es gibt zu viele Wörter, die man mit B machen kann. B schneiden, B drucken. Beschneiden? Das ist was, das hat nichts mit ja, Kultur, kannst auch zu. Das hat was mit Kultur zu tun. Fabian! Ein ganz neutraler, Fabian. Guck mal. Ein Folienthema mit dem Buchstaben B. Was fällt dir ein? Digitaldruck. Digitaldruck? Ja. Hast du jetzt gerade beschneiden gesagt? Ja. Beschneiden einer Folie. Kann man sagen. Oder der Zuschnitt einer Folie. Das werden wir mit Z machen.
Meistens so, kennt man ja, dass Folie Synod feiert und dann so ein Kostüm anzieht und dann. Das ist gar nicht Käse, was heißt, was da für Kohle dran gemacht wird an die Folie. Ein Folienthema mit B. Ja. Wie Telefon klingelt. Tschüss. Hallo! Danke für nix. Von seriös ist ein Telefon klingelt. Nein, das finde ich, also B-Drucken finde ich, das würde ich lieber gerne bei D einbringen für Digitaldruck. Weil das beinhaltet ja, nämlich B-Drucken. Bei D, ja, D hätte ich gerne Demontage. Kannst du beides? Wir haben gesagt, dass wir mehrere Begriffe erklären. Das ja. Wenn wir zum Beispiel ein Buchstabe mit, zum Beispiel bei S haben wir Steinschlagschutz, Stoneguard, Scheiben, nein, aber Beispiel Scheibenkeil, Scheibentönung, Steinschlagschutz, solche Sachen. Okay. Also wir erklären, wenn wirklich wichtige Begriffe sind, machen wir alles. Aber weißt du was? Jetzt sind wir erstmal bei B. Wir sind erstmal bei B. Wir sind noch am Anfang und haben noch 25 Wochen oder nach dieser Woche 25 Wochen vor uns. B. 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 Also bedrucken ist es nicht. Machen wir mal Beschriftung, weil ich stehe so weit auseinander, ne? Ja, viel besser. Wir können es auch so voreinander stellen, das passt so. Ja auch von der Größe. Mit dem B, Alter. B, Mann. Wie Beschriftung. B für Beschriftung. Nicht Beschneidung. Okay, Beschriftung. Ja, Beschriftung. Folie, Plotter, Schreiben. Schon weit auseinander, ne? Ja. Wird ja heutzutage gemacht mit einer Folie. Früher auch. Ne, weißt du, was die jetzt ganz früher gemacht haben? Ja, mit dem Pinsel. Mit Pinsel oder lackiert? Negativ und dann... Ja, aber das ist ja schon ganz lange her. Ja, aber Folie, du glaubst ja nicht, das habe ich in meiner Ausbildung noch machen müssen. Ich finde das auch voll schön. Ist auch cool, aber es, Aufwand, den macht keiner. Das ist behindert. Weißt du, was für ein Aufwand das ist? Ich weiß, wir hatten bei uns... Du 30 Schilder, in denen du nur eins lackierst. Sollen wir das einmal erklären? Ja, ich erkläre einmal, wie das zustande kommt. Sagen wir mal, ich möchte einen Schriftzug machen, der ist so lang. So, dann nehme ich dieses Stück Folie hier, schneide mir das Stück raus, natürlich mit Überstand. So, dann habe ich einen Plotter, das ist eine Schneidmaschine, die du über einen Computer steuerst. Über eine Computersoftware am Computer steuerst. Da will ich jetzt zum Beispiel einen Schriftzug herausplottern. So, herausplottern heißt, oder man muss sich das vorstellen, dass ein ganz, ganz feiner, ganz, ganz feines Schneidemesser oder so eine Schneideklinge die Folie anritzt oder anschneidet. Wir reden nicht groß rum, wir zeigen euch einfach, wie das Ganze funktioniert. Ist am einfachsten. Ich habe mal was vorbereitet. So, wir haben jetzt hier ein Stückchen Folie, ja? Das Stück, was wir als Beschriftungsstück plottern möchten, muss natürlich hier drauf passen. Es darf also nicht größer sein. Ich habe da schon was im Kopf und deswegen passt das Stück. Ab zum Rechner. Also, das hier ist ein Plotter. Das ist das Gerät, was die Folie praktisch anschneidet, oder so wie ich das gerade erklärt habe. Anritzt, anschneidet, ausschneidet. Damit können wir nicht nur Sachen wie Beschriftung, sondern auch Sachen wie Logos etc. machen. Ich drücke jetzt auf einen Knopf und dann misst dieser Plotter die Breite und Länge der Folie aus und haut uns ein Ergebnis raus, was für ein Stück wir haben zum Schneiden. So, das Stück haben wir. So, ich habe mal hier jetzt einfach als Schriftzug unseren Einzeiler-Schriftzug genommen, ja? So, das habe ich schon angepasst auf eine bestimmte Größe, die wir haben möchten. So, das Ganze schicke ich jetzt praktisch zum Plotter. So, dann messen wir das Ganze hier mal aus. Und dann sehen wir, das passt hier. Das hier, hiermit zeigt er mir einmal das Folienstück, was er jetzt gerade ausgemessen hat, zeigt er uns an. Ja, und dann sehen wir, das Ding arbeitet auch. Interessant auf jeden Fall. Ich find's interessant, immer noch. Das ist... Gibt so ein Teil ein da vorne, eine Beschriftung, irgendwas. Und der macht ja dann auch für Folie. Geil. Schon geil. So, wir haben jetzt auf diesem Folienstück... Ich halte das nur einmal raus, weil alles Überschüssige brauchen wir ja sowieso nicht. Sieht man's? Jetzt sieht man so viel. Sieht man, ne? Mhm. So. Das entgittern wir jetzt, oder heben es aus, im Fachgenre entgittern. So. So, man sieht jetzt hier, das ist der Schriftzug, ja? Den haben wir jetzt fertig geplottet. Beschriftung. Weil wir aber das ganze Thema komplett erklären wollen und auch zu einem guten Abschluss damit kommen wollen, wie bekomme ich jetzt den Schriftzug auf ein Ornament, zum Beispiel aufs Fahrzeug.
Da gibt es eine transparente Folie, das nennt sich auch eine Transferfolie. In diesem Fall sowas hier zum Beispiel. Ja. Schreiben wir uns einfach mal ein Stück ab. Eigentlich kennt das jeder. Aber ich komme aus der Zeit, da haben wir uns damals vom Kiosk Kaugummis gekauft. Und da waren da so kleine Tattoo-Bilder drauf. Dann hat man die schön auf dem Arm gemacht, draufgeklebt und dann dieses Papier abgezogen. Genau im selben Stile funktioniert das hier auch. So, die transparente oder die Transferfolie kommt drauf für eine Beschriftung. Timo, du weißt, ich hab dich gern. Ich schenk dir da mal was, ja? So, so ziehen wir das ab und dann hat man das praktisch hier drauf. Ist jetzt wirklich nur beispielhaft dargestellt. So. Das kann man in verschiedenen Formen, Größen und Farben auf einem Fahrzeug oder auf eine Tafel oder auf eine Wand kann man es auch. Ja. Also auf ziemlich viele Oberflächen. Ja, das war es zu dem Thema B, die Beschriftung. Und ich glaube, das war es schon mit dieser Woche. Ne? Irgendwie reicht mir. Wir hatten jetzt nur einen Carporn drin. Deswegen machen wir Folgendes. Ihr bekommt jetzt zum Abschluss einen Rap-Porn-Mix von den letzten paar Rap-Porns, die wir so gemacht haben. Einfach ein bisschen durchmixen zur Entspannung. Deswegen kommt gut runter. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche. Legendary swag, young God, stay dripping. Spilling champagne on a boat, big pimping. Life is but a dream, look bitch, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. She just get it popping every time daddy visit. Drinking by the pool, go ahead and take a dipping. Life is but a dream, we living, stop tripping. Yeah. You know what it is, you know what it isn't. I really put the work in, don't you ever try to play me. I would die a legend if today they JFK me. Riding in my 65, listening to Amy. I've been to hell and back and through it all, remain the same me. I never gave a fuck, $1 million couldn't change me. As long as Mark Zuckerberg still got that zip hoodie. I think about the journey and think what it did to me. I'm eating like a king until I got a big tummy. Hair slick backwards with a skin fade taper. Captain save a hoe, never I can't save her. She said I drive her mad, Gerald's raps Don Draper. All day I touch paper, bitch don't ask me for no favor. If you wasn't here before it, your call I ignore it. How quickly they forgive these days, I swear I can't support it. 600 horsepower, I just hop inside and floor it. The money I adore it, every year I'm getting more lit. Legendary swag, young God stay dripping. Spilling champagne on a boat, big pimping. Life is but a dream, look bitch stop tripping. But it don't matter, they tell me bring a plate. Voll dreckig, deine Linse hier, ey. Jetzt noch dreckiger. Boah, so viel will ich jetzt nicht. Jetzt glaube ich.
Everything ain't what it seems. What's life without friends who remain genuine? Don't care about the money or what type of crib you in. Who can withstand the test of time? That's just a guess of mine. Here in real life, homie, this is not a set design. Not on TV screens or the magazine covers. Sitting and observing as the travesty flutters. While we got a beef, shit, I'd rather be brothers. Trips to Tokyo with some Japanese lovers. Lost boy in this world full of hatred and greed. See a young nigga make it what they hating to see. Never complacent, I be on the chase for the cream. Cash rules everything, but you facing the king. Let's step up to this parliament. Every fucking ball legit. I know you in denial like an alcoholic father is. Hold up, let me pause a bit. Nobody is as raw as this. Word to Jesus Christ, I hope nobody ever crossed the kid. Damn, yes, men are the main Judas, but I will remain true. It's my problems, I aim through it. This, that thought provoking, that leave you lost and hoping. Voices in my head be lying, so my heart has spoken. Rap niggas far from potent, they just out here saying random shit. Had to drop a classic, cause I heard they was demanding it. Anxiety is damaging, but what's the pressure? Make that shit that's from the soul, but with a touch of effort, nothing lesser. Real love, it ain't nothing better. That's why I need that real love, it ain't nothing better.
backseat. What's life without purpose? What's life without verses? Lost boy in